Leute. Wie krank ist das denn, Mann? Alter Leute, da waren wir mal irgendwie 4 Tage nicht zu Hause und schon hat sich komplett Fortnite verändert. Es gibt jetzt eine blaue Pumpgun. Okay, es ist die alte grüne, aber sie ist jetzt blau. Es gibt einen Hochexplosivmodus. Es gab dazwischen einen Modus, den habe ich nicht mehr gesehen. Es gibt den neuen Automaten, den Loot-Automaten. Und ich denke mir so, Alter, bin ich jetzt in 3 Tagen alt geworden oder was ist los? Was geht YouTube? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Place, Leute. Heute das erste Mal mit meinem neuen Scuff-Controller unterm Tisch. Haha! Wenn ihr das Video von gestern schon gesehen habt, dann würde ich euch empfehlen, es trotzdem nochmal anzuschauen. Ja. Mit Spaß. Also gestern habe ich das erzählt und oh mein Gott, hä? Okay, der Hochexplosivmodus sieht schon mal so aus, als wären hier einige hochexplosive Waffen am Start. Zum Beispiel der Eierwerfer, der über Ostern ja sehr, sehr beliebt ist. Okay, Leute, allein den Loadscreen zu sehen. Ich weiß schon, was das jetzt gleich hier wird. Das wird ja komplett crazy, was hier los ist, Alter. Holy moly. Leute, ich bin jetzt wirklich ehrlich zu euch. Da ich jetzt in München war mit Martin und da jetzt der Umzug gerade voll im Gange ist, habe ich jetzt ungelogen eine Woche, genau heute eine Woche, keine Zeit gehabt für Fortnite. Aber in der neuen Wohnung werde ich natürlich wieder Daily Uploads grinden, ist klar, Leute. DSDSN kommt auch am Samstag, also nicht wundern, nicht verzagen, Papa Scorpion fragen. Ihr kennt ihn, Leute, der wird für euch immer da sein. Und ja gut, habe ich gesagt, dass man hier wahrscheinlich sofort tot ist, wenn man keine perfekte Waffe findet. Ja gut, das habe ich aber. Du hast hier wahrscheinlich kein RPG drin, oder? Das ist die neue, ne? Die habe ich auch noch nicht gehabt. Oh nein. Ich darf hier nicht vergessen, dass es hier sofort absolut Endstation ist, wenn man hier einen Fehler macht, Alter. Hui! Oh mein Gott! Jetzt die Frage, wie überlebe ich das am ehesten? Ich glaube, ich verlasse jetzt einfach die Stadt und lenke jetzt ein paar Raketen rein. Einfach so, weil ich die noch nicht ausprobiert habe, Leute. So, einfach mal hier ganz frech hier hingehen. Und jetzt einfach mal gucken. Das ist jetzt das erste Mal, Leute. Ah, die Steuerung ist gar nicht so schlecht, ne? Sehe ich hier irgendeinen? Ey, Leute, das bockt ja übelst. Was ist mit dem Kollegen hier drin? Ah, wo ist denn der Typ hier aus L? Alter, wie krass ist das denn, Mann? Geil, ey. Da unten ist jemand drin. Ups. Rein hier. Jawohl, Digga, wie geil ist das denn, Leute? Das ist die beste Art zu spielen. Ich weiß es jetzt schon. Ja gut, hab ich gesagt, ich wurde jetzt auch eliminiert. Ja gut, das habe ich aber. Egal, einen Kill haben wir jetzt auf lustige Art und Weise gemacht. Ihr wisst Leute, normalerweise lade ich nie eine Runde ohne Win hoch. Aber ich glaube, dass in dem Fall heute ich den Win nicht hundertprozentig versprechen kann. Weil dieser Modus ist echt krass random. Checkt auf jeden Fall gerne meinen 14-Kill-Win von letzter Woche ab. Das würde ich euch auch empfehlen. Ich blende hier hin und wieder mal so ein paar Infokärtchen ein. Da seht ihr das Ganze. Ich bin hier gerade Weltklasse geflogen, aber wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt den Sneaky Win. Wir machen jetzt den ganz Sneaky Win. Wir müssen uns hier gar nicht mit den Leuten anlegen, weil in diesem Modus ist es sowieso random, ob du den Kill bekommst oder der Gegner. Ich würde sagen, das ist hier eine schöne Hütte. Hier kann man mal starten. Ich war hier noch nie, ohne Witz. Gucken, was es hier so gibt. Ob es hier überhaupt was gibt. Oder ist es jetzt wirklich ein leeres Haus? Okay, komm, es gibt hier einen Keller. Ja, dann läuft's ja. Guck mal. Ja, das ist das Perfekte. Ich spreng alle in die Luft. Starterpaket, Leute. Ich würde sagen, 50 Leben sind da. Und jetzt haben wir den Raketenwerfer mit sage und schreibe 5 Raketen. Und jetzt ist es genau der richtige Zeitpunkt, hier in die Stadt zu gehen. Das macht keinen Damage. Das bestimme ich jetzt einfach mal. Sehr gut. Als ob das jetzt nicht den Kill macht. Als ob er jetzt nicht hart Damage kassiert hat. Hallo. Ist jetzt gut. Stirbst du jetzt bitte mal? Das war's jetzt komplett, Leute. Jetzt bin ich der Gejagte. Nein! Nein! Leute, wie geil ist das bitte, Alter? Ich muss hier rein. Schnell. Ja. Ja, das ist gut. Den nehmen wir. Warte, ich will unbedingt ausprobieren, ob das funktioniert. Warte mal eben. Wenn ich jetzt in alle eine Rakete reinstecke, kann ich dann 5 Raketen am Stück abfeuern? Weil dann, Leute, dann wird das hier... Der nächste Gunfight wird wahrscheinlich mein legendärster in Fortnite. Sogar wenn ich sterbe. Ich will auf jeden Fall mit dem ersten anfangen. Leute! Das ist ja geil, ey. Leute, das ist jetzt meine Art und Weise, diesen Modus zu spielen. Die Frage ist, was willst du dagegen machen? Ich schieße jetzt 5... Auf den nächsten Typen schieße ich wieder 5 Raketen. Da oben geht richtig die Action, Leute. Das ist doch eigentlich perfekt, sich da mal eben ganz gechillt... Boah, Leute, das ist so... So krass, was hier passiert. Okay, da hinten werde ich beschossen. Jetzt werde ich beschossen. Okay, jetzt geht's rund hier. Oh Gott, Leute. Ich werde hier ge... Oh Gott, ich bin so gesandwiched. Hauptsache, der Typ hat mich aber getroffen, ich ihn aber nicht.
Ah, schade, ey. Ich muss sagen, Leute, ich habe wirklich extremst Spaß in diesem Spielmodus. Ich glaube, das merkt man auch. Es ist so lustig, was hier passiert. Komm, ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal gemeinsam nach Retail Row, meine Freunde. So, die 5-Raketenwerfer-Strategie hat mir vom Ding her sehr gut gefallen. Ich glaube, es gibt keinen Modus, wo es so wichtig ist, High Ground zu haben, Alter, weil du bist ja hier einfach gesprengt, wenn du es nicht hast. Im wahrsten Sinne des Wortes wirst du hier absolut auseinandergenommen. Diese RPG nehme ich mit und jetzt gucken wir doch mal, ob wir dann direkt was abstauben können. Aber ich bin schon wieder so in akuter Lebensgefahr, wenn mich jetzt einer findet, ne? Einer hat einen 105-Meter-Kill gemacht, Mann. Digga, Granaten, weiß nicht, nehme ich jetzt mal nicht mit. Ja, das ist gut, das gefällt mir. Zwei haben wir. Hier ist eine Kiste drin. Ich will unbedingt noch ein Biggie. Komm. Oh ja, Digga. Drei Raketenwerfer, ein Biggie. Jetzt nicht, aber bloß nicht von hier jetzt. Okay, das ist eine gute Ausgangssituation. 200, 200 und schon drei RPGs. Mit genug Raketen. Okay, das war unnötig, den zweiten. Okay. Die Ferngelenkte nehme ich mit. Und noch eine RPG. Obwohl, nee, wisst ihr was? Scheiß auf eine RPG, oder? Ja, scheiß auf eine RPG. Erstmal jetzt alle Raketen nachladen. So. So. Okay. Das Ding ist jetzt, ich will nicht sterben, während ich meine Ferngelenkte losschicke. Deswegen überlege ich mir jetzt mal, wo ich die reinhole. Ist hier überhaupt noch jemand? Ja, da hinten auf dem Dach. Da hinten auf dem Dach, Leute. Wisst ihr was? Wir riskieren es jetzt einfach. Gucken, ob ihn das zu einer Reaktion zwingt. Da hinten, der landet jetzt noch, Leute. Er baut sich ja auch direkt ein. Ich weiß nicht, wie er mit Material landen konnte. Er baut echt schnell. Muss man ihm mal lassen, ne? Das muss man ihm echt mal lassen, Leute. Ach, er ist mit dem Jump-Pad hier rübergekommen. Ja, das war aber einen fetten Hit kassiert, mein Freund. Ja, wo geht's hin für dich? Leute, was ist das für ein Typ, Mann? Leute, was ist das hier für ein Gunfight? Oh mein Gott, er hat mich so gefickt, Leute. Oh mein Gott, hat er mich gefickt. Ich habe aus dem Gunfight gerade auf jeden Fall noch was gelernt. Und zwar erstens, dass meine Mutter hart gefickt wurde von dem Typen. Und zweitens, das ist noch wichtiger, Material braucht man, Alter. Man braucht mehr Material, als ich gerade gespielt habe. Ey, ich kann nicht nach Tilted gehen, oder? Das geht gar nicht. Das ist. Ich. Boah, ey, das ist. Boah, ey. Aber irgendwie ist die Lust auch schon. Doch, komm, einmal geht noch. Ey, ich habe eine Idee, was wir machen. Aber das ist sowieso sehr. Es ist sowieso Selbstmord in dem Modus. Ich will nicht wissen, wie Tilted aussieht, wenn es gleich fertig ist, Alter. Ohne Scheiß jetzt. Wow, Digga. Vor allem, wenn man so geflogen kommt, wie ich gerade. Da kann man froh sein, wenn man die ersten 10 Sekunden überlebt. Boah, der Lag. Okay. Ja, ich bin eigentlich tot. Ich bin unter ihm. Was soll ich machen? Wenn er mich Sound tut, bin ich tot. Er macht die Strategie schon mal direkt. What the fuck? Hier oben ist einer, das ist mein Tod. John! Boah, ich hab mich erschrocken, John, ey. Kannst du noch nicht machen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Das Ding ist, eigentlich ist es auch egal, ob man Full Shield ist oder nicht. Ach, wisst ihr, bringt es jetzt was, diesen Verband zu nehmen? Ich glaube nicht, oder? Oh Gott, Alter, das ist so schlimm, was hier los ist. Hier, das ist ja total safe jetzt. Okay. Wo ist hier jemand? Boah, Leute, da unten ist jemand. Da. Oh, nein! Was? Ey, Mann, man wird die ganze Zeit eliminiert, wenn man diese Rakete benutzt. Okay, vielleicht sollte man sie nicht eine halbe Stunde nicht. Ja, ihr wisst schon. Leute, ich schwöre euch, ich liebe den Modus, ne? Ich frage mich, was hier so als Kill-Rekord drin wäre in diesem Modus.
Ich glaube, dass das schon heavy ist, was hier passieren kann, Alter. Wir fliegen jetzt mal. Alter, was für ein Lag, Mann. Wir fliegen jetzt mal nach Shifty rüber und gucken mal, ob wir da. Ey, das ist so wichtig, jetzt bei so einer Stadt wie Shifty oder bei so einem Ort wie Shifty als einer der ersten irgendwie da zu sein, Alter. Du kannst dir jetzt nicht erlauben, dass die da auch einfach auf dich warten. Weil ich glaube, ich gehe sogar zu den beiden Häusern, weil da komme ich safe. Da komme ich, glaube ich, perfekt an. Okay, dann gehen wir zu den zwei Häusern hier. Die sind ja eigentlich immer für ihren vernünftigen Loot bekannt. Von oben nach unten denken muss man jetzt hier einfach krass. Ja, lass mich rein. Ich bin Arzt. Ja. Wo ist die Kiste? Natürlich direkt hier offener als. Ja, okay, das war's dann wieder komplett. Drüben ist noch eine Kiste. Jetzt haben wir zwei Eiermaschinen. Okay. Eine goldene RPG, komm. Ja, okay, eine RPG ist gut. Okay, gib mir ein RPG. Jawohl. That's what I'm talking about. Ich glaube, wenn du hier gewinnen willst, dann musst du es echt ruhig angehen. Guck mal, es leben jetzt noch 31. Das ist ja krank. Versuchen wir mal, den zu kriegen. So. Also, da hinten ist einer, ja? Genau da. Seht ihr den? Ob der es checkt oder nicht, das sehen wir gleich. Ah, das ist also die Abwehrstrategie. Verstehe. Das heißt, die Leute bauen sich dann so ganz schnell zu. Gucken wir doch mal, wie schnell du dich zubauen kannst. So, gucken wir doch mal. Einfach mal so ein kleines Experiment. So, da kommen die Raketen an. Alles abgebaut. Oh. Oh, nein, Digga. Okay, hier jagt mich auf jeden Fall jetzt einer. Okay, den haben wir. Ich muss weiter. Ich kann hier nicht bleiben. Ich werde wahrscheinlich jetzt sterben. Oh, ein Jumppad und ein Medi, okay. Das Jumppad kommt mir sehr gelegen. Drei Medis sogar, okay. Okay, Leute, ihr seht schon, das ist eigentlich komplett random Shit teilweise. Da oben ist eine Suchrakete. Von wo hat er die wohl gestartet? Und hier gibt es keine Fallen, glaube ich. Ist natürlich sehr angenehm. Wisst ihr, was jetzt nice wäre? So ein gechillter. Ja, genau sowas. Wo jetzt ein Jug-Jug drin ist. Ah, Minis sind auch okay. Oh mein Gott, ich habe 4 HP, du kleine Missgeburt. Du kleine. Er ist gestorben, Leute. Er ist einfach gestorben von seiner eigenen Dingens. Das ist Karma, Baby. Das ist Karma, Baby. Ohne Scheiß. Ich glaube, wir müssen nicht mal ein Jumppad benutzen. Ich werde gesandwiched, sein Vater. Nein, ich habe gechoked. Oh, ich bin Dritter geworden, Leute. Nein. Oh Gott, Alter. Komm, auch erst ein Kill, der Typ, Mann. Das ist in dem Modus so lustig. Boah, ey, belastend, Mann. Okay, Leute, wenn es euch gut gefallen hat, lasst gerne ein Like dafür, da würde ich mich drüber freuen. Auf jeden Fall ist der Modus mega witzig. Checkt auf jeden Fall die letzten Videos gerne ab. Ich bin raus. Haut rein. Bis dahin und ciao.